Hört man uns jetzt? Ich glaube schon. Geht los jetzt. Los jetzt. Ja. So, Digga, wieso bin ich so rot? Ich guck mal mich an. Oh, ja. Es geht schon los. Oh, Sketti kommt mal. Ey, Sketti gegen Linotox, ne? Was haben wir jetzt hier? Ist das Top 8? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Du sagst Top 8. Müsste es eigentlich sein. So. Ja, falls wir Zuschauer haben, ich hoffe ja wohl, hier am Mikrofon und Commentary sitze ich hier mit Fuego Elo, aka Ode und ich bin Cruel Manketti. Und wir schauen uns jetzt Sketti gegen Linotox an. So. Und wir sind schon mittendrin hier. Hat Sketti letztes Mal gegen Linotox auch mal aufgespielt oder Snake? Das kann ich dir nicht sagen. Ich vermute mal Snake. Oh, oh schön. Oh. Bisschen zu gierig. Ja, die Roll League leider nicht. Oh, ungefähr. Ja, muss aufpassen. Okay. Oh, schön gewartet. So. Oh. Schönes Happy. Leider kein Tipper. Immer noch ein ziemlich starkes Grundrauschen auf dem Kopf. Ja, jetzt ein super starkes. Ich höre mich selbst quasi nicht mehr. Ja. Ja. Vielleicht kann man das nochmal in der Production kurz fixen. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Aber. Oh, schöner Abtilt hier mit dem Tipper. Auch ein wichtiger Stock jetzt. Okay. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder. Ja, jetzt ist wieder gut. Dankeschön. Wundervoll. Vielen Dank. Oh, jetzt so. Hier schön die Combo extenden, aber. Ich bin mal gespannt, ob Sketti das komplette Set Marv durchzieht. Ja, er war sich unsicher. Vielleicht geht er auch nochmal auf Snake rüber. Wir schauen mal, wie das erste Match jetzt läuft. Linotox natürlich mit dem Lead ja. Und ja, schwierig das, mit der Gitter. Trifft Linotox 10 von 10 Mal. Ja, das macht er gut, die Edge Guards. So und jetzt. Okay, schöner Tipper Back Air. Sketti muss jetzt ein bisschen aufdrehen. Oh, gefährlich. Schöner Abi aber. Oh. Okay. So, Marv könnte jetzt schon direkt den Stock nehmen. YouTube ist halt super leicht, ne? Wenn du jetzt einen Backer-Tipper hittest oder sowas. Oder FT-Tipper, irgendein Tipper eigentlich, so ziemlich. Aber wenn du ihn halt... Oh, ja, das war schon ein Tipper, aber es war Central. So kann er... Ja. Okay, schade. Oh, schöner Update. Ja. Oh. Das Sketti muss jetzt hier was machen. Oh, schöner Down Smash hier. Ja. Mhm. Ja. Den kenne ich auch von dir. Machst ja, gerne mal. Das klappt auch bei Marv erst tatsächlich, also erst auf 140% kommt man mit dem Down-Tilt in Tech-Situationen. Mhm. Ist bei Lucina halt deutlich früher. Aber die Nutox dreht jetzt hier ein bisschen auf. Oh. Aber Marv kann immer ein Lucky F-Slash und 40% bei 40 und er ist weg. YouTube macht natürlich auch gut Prozente. Ist jetzt auch eine gute. Oh. Oh, schön. Oh. Jetzt kommt er hier ein bisschen zurück und wir sind fast even im letzten Stock. Das wäre natürlich für den Pace des Sets auch nochmal entscheidend, das erste Match. Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, wer das erste gewinnt. Oh, und jetzt muss Sketti aufpassen. Schön, schöner Airdodge. So. Okay. Für mich ist jetzt auch wieder das Summen lauter. Jetzt sind wir im Neutral. Oh, schön. Nein. Oh, was? Alter Schwede, echt? Mein Sketti. Junge, Digga. Die Maschine. Was ein FT-Tipper. Ich glaube, er war sogar noch unter 100%, oder? Ja, ich glaube, Afterhit irgendwie bei 106. Ja, krass. Ja, das ist halt das Ding, ne? Also es ist, wenn du Momentum hast mit Mewtwo und so, dann kann das echt schnell gehen, so, aber... Instant Runback auf PS2. Schauen wir, ne? Okay, wir bleiben auf jeden Fall bei Marv, das habe ich mir auch gedacht jetzt. Wenn das erste Match so läuft. Ja, gibt's dann ja keinen Grund zu wechseln. Nee. Und weiter geht's, wir bleiben auf PS2. So... Okay, wir sind jetzt einfach nur beide. Das war ein starkes Comeback, muss man sagen. Ja. Linotox eigentlich permanent im Lead so. Okay. Bei Mewtwo muss man halt echt nur aufpassen, dass es nicht auf einmal eskaliert. Oh. Das Ding ist, die Chars gehen halt beide so ein bisschen auf Range, ne? Ja. Von Mewtwo ist da tatsächlich. Also so gut ist das Matchup, glaube ich, tatsächlich nicht mal für Marv, weil halt auch einer der Stärken von dem war, also von Marv Lucina ist, dass man Edge Guarden kann und. Bei Mewtwo ist es halt immer so eine Sache, man kann halt mit 2-Frame gehen, aber man sieht ja, es klappt halt irgendwie nicht so häufig. Ja, Linotox natürlich mit dem Projektil muss man viel arbeiten auf ihm ab. Ja, und kann halt immer mit Rising Fair super die Jumps catchen, weil der wirklich sehr schnell kommt. Der Edgeguard-Situation und das macht er so gut. Das Movement! Das Movement auch. Den Jump Read. Oh, schön, aber es reicht noch nicht.
Oh, aber der Uptilt. Alter, Skelly spielt einen auf. Skelly dreht auf hier und ist ganz schön lieben, ey. Oh, Schulter-Grab. Okay, okay. Oh, jetzt bist du... Ja. Oh, schön geduldig. Aber der Pferd, der Rising Pferd war ein kleines Tick zu gierig. Aber schöne Pressure hier. Ja. Oh, gut geredet von Linotops. Und jetzt sind wir wieder in der Situation. Oh, starker Uptilt. Sehr schön, ja. Oh. Okay. Oh? Mhm. Oh. Guter Gedanke, aber Shadow Ball denn doch. Mhm. Jetzt muss Skelly aufpassen hier. Ja, Skelly muss aufpassen, dass er nicht nur, also dass er nicht von dem... Oh Mann, und das ist es jetzt schon wieder. Ich meine, das ist auch... Also Skelly verliert jetzt in der Regel schon die Edgeguard-Situation. Ist da vielleicht auch so ein bisschen zu geduldig? So, Linotax kann sich da ganz gut vorbereiten. Ja, also Skelly spielt im Moment immer eher wieder sehr defensiv oder er versucht halt irgendwie mit dem Rising Area oder so mal reinzugehen und Linotax callt das halt aus. Oh, jetzt kommt der Regrab. Oh. Oh. Okay. Das ist die Falling Fair noch. Oh, aber Linotax misst recht konstant die Down-Tilt-Tags. Oh, ja. Oh, das war's. Ja, das ist. Das ist so ein bisschen das Ding, ne? Ja, der Lead stark ausgehört. Also, wie gesagt, das. Das Matchup kann funktionieren für Marv, aber es ist schon, es ist sehr anstrengend, glaube ich, das 5 Games am Stück zu spielen. So. Ich glaube auch, dass es anstrengend ist, zurückzukommen. Ja. Wenn du ein Stocklead hast mit Mewtwo, dann ist es. Dann kriegst du halt einen Charge mal rein. Und, aber er bleibt Marv. Mit einem anderen Skin jetzt, glaube ich. Jetzt ist er schwarz und davor weiß. Das ist sogar der dritte verschiedene Skin. Ja, aber ziemlich mit einer ziemlichen Sicherheit nochmal auf Marv gegangen gerade. Und weiter im PS2. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das für Marv so gut ist, weil Mewtwo sich wirklich nicht über den Platz beschwert, den er extra haben kann. Stimmt allerdings, ja. Also vielleicht hätte er da mal zumindest sowas wie Battlefield oder derartiges testen können. Manchmal ist es auch gefährlich gegen Mewtwo mit Plattformen, weil er da so näher Trackdowns machen kann, aber... Mhm. Schöner Grab. Oh, ja. Das da immer ein bisschen... Da ist halt Mewtwo mit seiner Range doch zu gut mit diesem Up-Air und dem teilweise Fair. Oh. 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 Oh, beide. Boah, der FT, der haut rein. War Linotox ein bisschen verwirrt, dass er hinter ihm landet. Ja. Gar nicht schlecht gemacht. Oh, schade. Leider. Jetzt sogar killen können. Oh, schöner Tipper, ja. Einfach mal aggressiv in die Luft. Ja, das musst du halt dann auch mal machen. Ja. Ne? Viele warten mit Marv und Lucina immer darauf, dass der Gegner dann eine Panic-Option macht und punisht es dann, aber auch einfach mal den Trigger ziehen. Aber hier auch ein Mix-Up, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Weil jetzt muss Linotox am nächsten Mal, wenn er in der Luft ist, halt aufpassen. Schöner Airdodge gerade. Oh, der Side-B ist auch echt von Mewtwo, kann echt nervig sein. Oh, jetzt wird... Aber jetzt kommt Skelly mal ein bisschen zurück hier. Skelly dreht ein bisschen auf. Schlechte die Eye. Ja, Skelly spielt manchmal, glaube ich, sein Disadvantage. Bisschen zu ungeduldig. Mhm. Ja, Skelly von Haus aus doch auch eher ein aggressiverer Spieler. Ja. Und, ja, das ist... Oh, starker Uptilt. Oh. Boah, ja, tut weh. Du wirst halt auch hart gepunished von Mewtwo, ne? Ja. So, wenn du unsauber Space kriegst, den näher rein. Whip Punishing, F-Tilt. Oh, schöner Backer. Schöner Backer. Grab. Edge Guard Situation jetzt hier, was macht Skelly draus? Oh. Ja, schön. Aha. Oh, schade. Okay, ich dachte, da kommt vielleicht der F-Tilt. Oh. Der hintere Tipper von der Nähe. Okay. War geplant. Microspacey. Ach, den nehmen wir mit. Aber Linotox mit der... Hat er einen Sprung noch? Schöne, die iPhones. Oh, er hatte keinen Sprung. Er hatte keinen Sprung mehr. Und wurde nicht gepunished. Oh ja, das ist schön. Okay. Schönes Mix-Up. Der Parry war schön, aber... Side-B geht durch. Ja, das ist halt mal das Gute, was mit Marv und Lucina so... Boah, sauer Spot-Dodge. Ja. Das war... Boah, jetzt sind wir schon wieder even hier, 1-1, ja. Ist ganz schön gleich auf, ne? Also, es ist kein einseitiges Set hier. Ich weiß nicht, die Abi kann sich wirklich schätzen, nicht gepunished zu sein. Schön. Oh, der Reed. You want it all. Okay, neutral, schöne Rising. Okay. Ja, aber Skelly spielt das eigentlich schon echt gut, das Matchup. Er spielt das ganz gut, also. Und das sieht auch nicht schlecht aus. Ja, meistens passiert mir irgendwas so, wo es wirklich einfach ein Fehler ist, weil... So dieses Spot-Dodge-Spam. Aber eigentlich spielt das echt sauber. Oh,
Oh. Ja, das, ich dachte kurz, oh, das ist ein Upsmash. Jetzt. Oh, schön ein F-Tilt und ist tot. F-Tilt, Up-Tilt. Oh nee. Oh mein Gott. Ich hätte so in die andere Richtung geeilt. Air-Dodge ist raus. Warum Air-Dodge er denn da oben? Oh, was, er lebt noch? Nee, trifft er offstage, ja. Oh, okay, das ist jetzt last hit eigentlich. Nee. Nein, warum? Oh. Okay. Ich glaube, beide sind nervös, ich bin nervös. Ja, aber die Edge. Oh nein! Okay. Ich glaube aber, das reicht noch. Das reicht noch nicht. Nee. Aber jetzt ist. Oh oh. Aber Linotox Edge Guards sind so gut. Kommt er jetzt wieder rauf? Oh. Oh, Linotox bleibt da. Ja, das war's, der Absolut war's, ja, ja. Mann, das macht Linotox echt gut, die Edge Guards, muss man ihm lassen. Ja, auch an der Ledge, denn das Ledge Strapping ist sehr hart. Es ist auch einfach hart. Also so. Ich glaube, es ist einfach. Also Mewtwo ist auch ein guter Chart für die Edge. Sollte Sketty bleiben oder wechseln? Ich tendiere dazu, dass er bleiben sollte, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird er auch tun, aber er überlegt gerade. Ich glaube, es wird Zeit für einen Wechsel. Weil ich glaube, dass das Marv-Matchup nur mit der Zeit schlechter wird. Bis so häufiger Linotox dagegen gespielt hat. Donkey Kong! Ja, das ist. Okay, das ist interessant. Ja, weil Donkey Kong einer der besten Advantage-Stages hat und Mewtwo halt ein scheiß Disadvantage. Also könnte explosiv werden, sag ich jetzt mal. Das wird so oder so explosiv, auf jeden Fall. Aber Skelly könnte ja auch hart gebodied werden, das ist ja momentumabhängig. Schauen wir, was er macht. Okay, bist du jetzt sehr vorsichtig. Aber Linotox spielt das aber auch geduldig. Der weiß genau, der hat sein Projektil, kann das chargen, Donkey Kong muss was machen. Mewtwo ist schwieriger für Donkey Kong. Ja. Oh. Okay. Prozente nimmt Mewtwo. Weil die Prozente kommen, weißt du. Und oh. Oh, ja, das war also, was? Ja, das Dragdown oder das was? Meine ich ja mit dem Plattform, mit diesem Dragdown näher, denn ja, das kann, deswegen sind halt auch manchmal solche Plattformen zu Mewtwo nicht ganz so, also gegen Mewtwo nicht ganz so geil, weil genau dann kassierst du sowas und denkst dir so, das ist es. Ja, mal schauen, das sieht nicht gut aus. ich sag dir, wie es ist. Ob das die richtige Wahl war jetzt? Okay, die legt keinen mehr auf gerade. Mal schauen, du kannst auch, das kann sich ganz schnell noch umdrehen. Ja. Ich würde das mal noch abwarten jetzt. Ich warte auch ab. Aber es ist hart. Oh. Es ist hart. Es sieht echt auch unangenehm aus zu spielen. Ich sag dir, wie es ist. Ja. Oh. Oh, jetzt wird aber auch von jetzt wird aber auch gerade von allem getroffen. Oh, vielleicht mal ein Empty Landing Grab? Ja, vielleicht auch mal irgendwie ein Side-Tier. So, weil, ja, oder ein Grab halt, irgendwie sowas, weil Linotox ist schon immer, der wartet immer das Landing genau ab. Okay, jetzt kommt. Jetzt vielleicht gerade als nächstes. Oh. Das ist jetzt wirklich. Ja, hart, das wird schwierig. Jetzt oh. Das könnte es gewesen sein, ja. Ja, ah. Das auch, ne? Also, Linotox ist gerade am Gucken. Ich lass ihn kochen, Digga. Ich sag dir, wie es ist. Der Apfel geht aber nicht, ne? Uiuiui, das sieht nicht gut aus, aber jetzt. Ja. Okay. Alles ist möglich. Mewtwo ist recht leicht vom Gewicht her. Aber jetzt muss es passieren. Jetzt muss wirklich was kommen. Ja, also. Sketty hat immer irgendwie echt Probleme im Neutral. Sketty hat auch noch keine B rausgehauen. Nee. Oh, ja. Okay, jetzt B. Hä? Oh, da wollte er den Read rein. Ich glaube, da hätte er lieber erstmal die Prozente nehmen sollen. So. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich da auf das Spiel einlassen würde. Das ist hart. Also gerade das Neutral jetzt. Oh. Das war's? Was? Nee. Aber krass, wie lange der Stunt ist, ne? Ja. Okay, und jetzt? Schön abgewartet, das war gut gemacht. Ja, oh, schade. Okay, Smashing. Oh, lustige Interaction. Jetzt, das muss eigentlich jetzt erklären werden. Jetzt vielleicht. Oh. Jetzt muss was passieren. Nee, das war's. Glaub ich. Nee. Oh, schön die Alte. Oh, aber er ist tot. Ja. Ja. Ja, oh, sorry. Ein bisschen übersteuert hier gerade auf den Kopf heran. Ja. Ja. Schön gemacht von Linotox. Ja. Ja, konsistent durchgezogen jetzt hier. Hat er vor allem im letzten Game wirklich doch dominant. Das war nicht die richtige Wahl. Nee, es sollte Snake gewesen sein, aber nein. Manche. Warum DK? Wieso nicht Snake? Vielleicht wäre Snake gewesen.